بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah, liebe Geschwister, wir fahren heute fort mit der Erklärung der 40 Hadithe von Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Und wir sind heute beim 36. Hadith angelangt, dass wir heute, wie Ibn Ta'ala, versuchen, in der Stunde diesen Hadith, der sehr, sehr wichtig ist, für uns zu erklären, inshallah ta'ala. An Abi Hurairata radiyallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal: Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmi al-qiyama. Wa man yassara ala mu'sirin, yassara Allahu alayhi fi dunya wal-akhirah. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أبو هريرة رضي الله عنه berichtete, dass der Gesandte صلى الله عليه وسلم sagte: Wer einem Gläubigen eine Sorge von den Sorgen dieser Welt erleichtert, dem wird Allah eine Sorge von den Sorgen des Tages der Auferstehung erleichtern. Und wer einem Menschen in einer Geldnot hilft, dem wird Allah in dieser Welt und im Jenseits helfen. Und wer die Schandtaten eines Muslims deckt, dessen Schandtaten, bedeutet Sünden, wird Allah in dieser Welt und im Jenseits decken. Allah ist dem Knecht Beistand. Allah hilft dem Knecht, dem Diener, solange der Diener seinem Bruder hilft. Wer einen Weg bereit macht oder wer auf einen Weg entlang zieht, um nach Wissen zu suchen, dem wird Allah dafür einen Weg zum Paradiesgarten ebnen. Keine Gruppe versammelt sich in einem der Häuser Allahs, wo sie das Buch Allahs vortragen und es miteinander genau studieren, ohne dass sich auf sie die innere Ruhe herablässt, das Erbarmen sie umschließt, die Engel sie umgeben und Allah sie denen gegenüber erwähnt, die bei ihm sind. Und wen seine Taten verlangsamen, dem wird seine Herkunft nicht beschleunigen. Dies berichtet Muslim mit diesem Wortlaut. Ein sehr, sehr schöner Hadith, ein wichtiger Hadith. Und ihr wisst, liebe Geschwister, wir haben zuvor über welchen Hadith gesprochen? Über den Hadith, über die Brüderschaft unter den Muslimen. Al-Muslim achul Muslim. Und dieser Hadith, und das zeigt den Fiqh von Imam Nawawi rahimullah ta'ala, er baut eigentlich jetzt darauf auf, das ist jetzt der praktische Teil, bi'idhnillah ta'ala. Zuvor haben wir gehört, dass der Muslim der Bruder des Muslims ist. Na'am, und hier darauf aufbauen, man soll auch seinem Bruder helfen. In welcher Art und Weise? Er fängt an, sallallahu alaihi wa sallam, indem er sagt, wer einem Gläubigen eine Sorge von dieser Sorge oder von dieser Welt nimmt, so wird Allah azza wa jal ihm eine Sorge von Yawmul Qiyama nehmen. Dein Bruder hat eine Angelegenheit, die schwer ist für ihn im Leben zu ertragen. Eine Sorge, die ihm das Leben schwer macht und somit hat er ein schweres Herzen, um diese Sorgen irgendwie zu erleichtern. Jetzt kommst du und siehst, dass dein Bruder in Sorge ist. Was könnte das für eine Sorge sein? Eine Person hat zum Beispiel Geldnot. Was noch? Trauer. Trauer. Probleme mit der Frau. Probleme mit der Frau. Krankheit. Krankheit. Eine Sorge. Tod. Die Gelehrten sagen dir, das heißt, dass du eine Enge verspürst durch diese Sorge und diese Sorge ist schwer für ihn zu ertragen. Jetzt kommst du
als Mu'min, als Gläubiger, als sein Bruder, der ihm diese Sorge sozusagen erleichtert. Es muss nicht sein, dass du sie ihm vollständig abnehmen kannst. Aber deine Aufgabe ist es, ihm zum Beispiel mit einem guten Wort zu helfen. Manchmal reicht ein gutes Wort. Es muss nicht immer Geld sein. Aber manchmal, wenn er Geldprobleme hat, dann braucht er auch was? Geld. Ist es dann Zakat oder ist es was anderes? Ich habe die Frage später. Das bedeutet, wenn jemand eine Sorge hat, dann kommst du als Gläubiger und erleichterst ihm diese Sorge. Diese Sorge hindert ihn daran, frei zu denken. Und natürlich, wir sind alle Diener und wollen Allah Azzawajal anbeten, dies und das, aber dennoch gibt es Sorgen, die hindern uns bei was? Bei der Ibadah. Und dadurch denken wir die ganze Zeit, während wir beten, an diese Sorgen. Und schlimm ist, wenn man in Geldnot ist. Möge Allah Azzawajal uns immer versorgen in der Dunya und in der Akhirah. Denn ihr wisst, das ist sehr, sehr schwer, liebe Geschwister, wenn man weiß, man schuldet jemandem gegenüber Geld und der drängt dann und sagt, ich brauche heute das Geld. Und du weißt, du hast das Geld nicht. Und er droht dir und sagt dir dieses und jenes. Das natürlich begleitet dich im Gebet. Ja, wir sind auch keine Engel, dass wir sagen können, okay, Problem zur Seite getan und wir haben es nicht. Nein, natürlich. Sondern wir müssen auch gucken, wie wir diese Sorgen loswerden. Ein Bruder kommt dann und er hilft dir zum Beispiel mit einem guten Wort. Manchmal reicht dir das. Manchmal gibt er dir Geld und er erleichtert dir damit deine Sorgen. Dieses, was dein Bruder gemacht hat, ist natürlich eine hervorragende Tat. Und schaut mal, subhanallah, was hat der Bruder investiert? Manchmal nur ein Wort, manchmal hat er dir nur zugehört, manchmal hat er dir nur über den Kopf gestreichelt, manchmal hat er dich nur in den Arm genommen. Und das hat dir manchmal gereicht, weil du in so einer Situation jemanden brauchtest, an dem du dich ausweinen kannst. Ausweinen natürlich muss nicht mit Weinen verbunden sein, aber du brauchtest eine Schulter, damit du auch weißt, es geht auch, inshallah, diese Person fühlt mit dir. Aber natürlich, eine Person, der mit dir fühlt, kann dir nicht immer die Sorgen abnehmen. Nein, aber er versucht es zumindest. Und wenn er dieses versucht, so wird er von Allah Azzawajal belohnt, indem Allah Azzawajal im Yawm al-Qiyamah eine Sorge abnimmt. Eine Frage an euch. Was hast du für deinen Bruder getan und was wird Allah für dich tun? Du hast ihm nur eine kleine Sorge abgenommen. Aber was hat Allah von dir abgenommen, Yawm al-Qiyamah? Eine kleine Sorge? Eine große Sorge. Eine große Sorge hat Allah Azzawajal von dir abgenommen diesbezüglich. Deswegen solltest du versuchen, deinem Bruder zu helfen. Wir wissen, man kann nicht jedem helfen. Und es gibt Leute, die denken, die können jedem helfen. Nein, das ist dumm und das ist irrational, dass du jedem Menschen helfen kannst. Das können wir nicht. Aber was können wir machen? Wir können denen helfen, die Hilfe brauchen. So gut wie wir können, versuchen wir den Menschen zu helfen. Okay? Und natürlich, das liegt an der Natur von einem Menschen, dass er mehr gerne denen hilft, die er auch kennt. Das ist normal. Zum Beispiel, Walid kennt jetzt Bilal. Bilal hat eine Sorge. Walid ist mehr im Herzen bei ihm, als wenn es jetzt zum Beispiel um irgendeine Person geht, die Walid nicht kennt. Das ist normal. Aber was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist, dass wir versuchen, jeden gleich zu behandeln. Ganz gleich, ob wir ihn kennen, gut kennen oder nicht gut kennen. Das ist unsere Aufgabe. Daher versucht man, einem jeden zu helfen. Einem jeden bedeutet, sobald es dir möglich ist. Aber du hast auch deine Probleme, du hast auch deine Aufgaben, du hast auch deine Arbeit, deine Familie und so weiter und so fort. Du kannst nicht jedem helfen. Aber ein Muslim, wenn er auch nicht jedem helfen kann, so versucht er zumindest für die Leute, denen er nicht direkt helfen kann, was zu machen? Dua zu machen. Bittgebete für sie zu machen. Und ihr wisst, auf der ganzen Welt haben wir Geschwister, die geschlachtet werden von den Verbrechern, von den Feinden des Islam. Möge Allah die Feinde des Islam vernichten. Das haben wir natürlich, aber wir können nicht jedem helfen. Wollen wir die ganzen Krisenherde aufzählen, ob es in Burma ist, ob es in Palästina ist, ob es in Syrien ist, ob es im Irak ist, ob es, die Länder sind gar nicht mehr zu zählen. Und komischerweise
komischerweise die Kuffar, die schlecht über den Islam reden und den Islam als eine terroristische Religion bezeichnen. Ich kenne kein muslimisches Land, was in die Länder der Kuffar reingegangen ist. Aber wir kennen eine Menge Kuffar, die in die Länder der Muslime hereingegangen sind. Und wer das versteht, versteht das. Wer aber einen Winterschlaf machen will, bitteschön, die Matratzen sind sehr günstig in dieser Jahreszeit. Möge Allah so schnell uns bewachen. Daher ist unsere Aufgabe, liebe Geschwister, dass wir unseren Geschwistern helfen, so gut es geht. So gut es geht. Und derjenige, dem geholfen wird, er muss auch verstehen, dass nicht jeder ihm ein Batzen Geld in der Hand geben kann. Und eine Person, ein Muslim, sollte Izzatun Nafs haben. Was heißt Izzatun Nafs? Er sollte sich nicht erniedrigen. Er sollte Stolz haben. Er sollte wissen, dass ihm niemand helfen kann, außer Allah. Wir Menschen sind nur was? Ein Mittel. Aber Allah ist derjenige, der hilft. Und manchmal nutzt er dich, manchmal nutzt er einen anderen, manchmal wieder einen anderen, der dem Bruder helfen kann. Damit er Hasanat bekommt. Damit er Hasanat bekommt. Aber Fakt ist, du solltest auch als Muslim versuchen, dein Herz mit Allah zu verbinden. Wallahi. Dieses ist leider in unserer Zeit eine Krankheit, liebe Geschwister. Die Muslime binden ihr Herz an Personen. Zum Beispiel hat er Geldnot. Was macht er? Bitte und mach. Und er bettelt ihn an auf eine Art und Weise, wie er sich selbst dabei erniedrigt. Wird diese Person ihm helfen, wenn Allah Azzawajal das nicht geschrieben hat? Natürlich nicht. Da kann er ihm die Füße küssen, wenn er will. Allah Azzawajal hat schon bestimmt, wer seine Hilfe bekommt und wer nicht seine Hilfe bekommt. Also vertrau auf das, was schon bereits niedergeschrieben ist. Niedergeschrieben ist. Und wir sollten verstehen, als Muslime, dass nicht jeder unsere Angelegenheiten einfach so ernst nimmt, wie wir sie ernst nehmen. Das ist auch normal. Das ist ganz normal, liebe Geschwister. Du hast vielleicht eine Sorge mit dieser und jener Sache. So, du kannst nicht erwarten, dass dein Bruder, du selber kannst nicht erwarten, auch wenn dein Bruder das tut, dann ist das sein Fackel, seine Huld, seine Gunst. Du kannst nicht erwarten, dass dein Bruder genau dieselbe Sorge für dich trägt, wie du sie trägst. Kannst du nicht. Das ist auch menschlich sehr, sehr schwer zu realisieren. Daher, ein Muslim sollte seinem Bruder helfen, so gut es geht. Und wenn er ihm mit Geld nicht helfen kann, mit materiellen Gütern helfen kann, dann sollte er ihm was? Dann sollte er ihm ein Dua machen. Dein Bruder ist hungrig, gib ihm etwas zu essen. Kannst du ihm nicht etwas zu essen geben, dann mach Dua. Wie wenn ein Bettler zu euch kommt. Wie wenn ein Bettler zu euch kommt und du siehst, dass ein Muslim... Das ist ein Muslim, aber in dem Moment hast du kein Geld bei dir. Oder vielleicht nur wenige Cents und du schämst dich, ihm diese Cents zu geben. Was macht man hier in diesem Falle? Allah Azza wa Jal sagt, وَأَمَّا السَّائِلْ فَلَا تَنْهَرْ. Was den Fragenden anbelangt, so fahre ihn nicht an. Bedeutet, die Gelehrten sagen, das hat zwei Bedeutungen. Einmal, was denjenigen, der nach Wissen strebt, anbelangt, so lasse ihn einfach nicht so gehen. Und in der anderen Bedeutung, was den Bettler anbelangt, so lasse ihn nicht abweisen oder weise ihn nicht ab. Und weise ihn nicht ab bedeutet, dass du mindestens, wenn du nichts hast, ihm was machst? Ein Dua. Du kannst auch nicht jedem helfen. Wenn du jetzt zum Beispiel in unseren Ländern bist, ihr wisst, wenn du jemanden gibst, wer steht dann hinter ihm? 100 andere. Kannst du einem 100 Leuten was geben? So wie du dem einen gegeben hast? Natürlich nicht. Und daher, liebe Geschwister, sollte man verstehen, wie die Sache mit der Hilfe ist. Und ich möchte hier nur eine Klammer auf, Klammer zu machen. Viele Geschwister haben kranke Herzen bekommen, weil sie gedacht haben, dass man jedem und allen helfen kann. Und noch schlimmer, dass sie dann diejenigen, von denen sie denken, dass sie nicht helfen, der Umma helfen, dass sie über sie schlecht gedacht haben, obwohl, wer sagt dir, dass er ihnen nicht geholfen hat? Wer sagt dir erstmal, dass er kein Dua für diese Leute macht? Das ist eine üble Eigenschaft, dass man sich als etwas Besonderes sieht, sozusagen, ich bin der Helfer der Nation und außer mir hilft keiner. Das ist arrogant und dieses alleine löscht deine Tat, die du gemacht hast. Wenn du der Umma geholfen hast, diese Tat wird gelöscht von dir. Warum? Was war diese Tat? Was war diese Tat? Was war diese Tat? Ojo. Er hat sich selbst gefallen. Er war beeindruckt von sich. Ich helfe. Und meine Hilfe ist es, die der Umma wirklich hilft. Kein anderer hilft wie ich.
Dieser Walayadu Billah hat soeben seine Tat vernichtet. Und schaut mal, der erhebt sich vielleicht manchmal über andere und sagt und hält denen eine Rede, warum hilft ihr nicht? Und wer hat dir gesagt, die helfen nicht? Wer hat dir das gesagt? Muss jeder jetzt über seine Taten Rechenschaft ablegen? Muss jeder jetzt sagen, ich habe dieses und jenes gemacht? Das macht ein Gläubiger nicht. Ein Gläubiger, was macht er mit seinen Taten? Er versteckt sie. Weil er diese Taten nur für Allah subhanahu wa ta'ala machen möchte, liebe Geschwister. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Und derjenige, der jemanden hilft, der in Geldnot ist, so wird Allah Azza wa Jal ihm in der Dunya und in der Akhira helfen. Du hast deinem Bruder Geld gegeben. Er brauchte 500 Euro. Diese 500 Euro, so hast du mit ihm vereinbart, dass er sie dir nach 3 Monaten wiedergibt. Und als die 3 Monate vorbei waren, bist du zu ihm hingegangen und hast ihm darum gebeten, dass er dir dein Geld zurückgibt. Dein Recht natürlich. Jetzt sagt er dir, ich habe das Geld nicht. Ich habe das Geld nicht. Oder ich habe nur einen kleinen Teil vom Geld, was ich dir wiedergeben kann. Wenn du jetzt in dieser Situation ihm sagst, ich gebe dir einen Aufschub, weitere 3 Monate, weitere 6 Monate, vielleicht sogar ein Jahr, so wird Allah Azza wa Jal dich dafür reichlich belohnen. Allah wird dir ebenfalls in der Dunya und in der Akhira helfen. Oder sogar sagst du ihm, ich möchte das Geld nicht mehr haben. Und es gibt dafür eine Überlieferung bei Al-Bukhari, eine Person, liebe Geschwister, er hat den Leuten Geld verborgt, geliehen. Und nach einer Zeit hat er seinen Knecht unter den Leuten geschickt, der sollte das Geld dann natürlich nach der Vereinbarung wieder zurückholen. Und manche der Leute konnten nicht das Geld zurückbezahlen. So hat er zu seinem Diener gesagt, ich erlasse es ihnen, dieses Geld. So stand dieser Diener vor Allah Azza wa Jal. Und Allah subhanahu wa ta'ala fragt diesen Diener. So sagte er, ich wollte diesen Dienern es nicht erschweren, ich wollte es ihnen erleichtern. Allah sagt, Allah hat mehr Anrecht darauf, dass er erleichtert. Subhanallah, das bedeutet, an diesem Tag wirst du heute das Paradies dafür bekommen, dass du es den Dienern erleichtert hast. Subhanallah, was hat Allah mit deren Schulden zu tun? Allah hat nichts damit zu tun. Aber weil diese Person den Leuten die Schulden erleichtert hat, vielleicht sogar abgenommen hat, so wird Allah Azza wa Jal ihm dafür in das Paradies eingehen lassen. Allah Azza wa Jal sagt zu diesem Diener, ich glaube, ich habe mich etwas schlecht ausgedrückt, ich sage es nochmal, Allah Azza wa Jal sagt, Allah hat mehr Anrecht zu verzeihen. Was bedeutet mehr Anrecht zu verzeihen? Das heißt, heute verzeiht er dir dafür, dass du den Diener in dieser Dunya verziehen hast. Und das ist eine wunderschöne Eigenschaft, dass man natürlich, wenn jemand in Geldnot ist, dass man ihnen einen Aufschub gewährt. Weil man sieht ja die Situation. Muss man das mit jedem machen? Nein, es gibt unverschämte Leute. Die nehmen sich von dir Geld, aber dann hatten sie die Absicht von vornherein gehabt, dass sie dir das Geld nie wieder zurückzahlen. Und über diese Leute gibt es ein Hadith. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer das Geld der Leute nimmt, und es zurückzahlen möchte, es aber nicht kann, so wird Allah Azza wa Jal seine Schulden übernehmen. Wer aber das Geld der Leute nimmt und er möchte von Anfang an ihnen das Geld nicht zurückzahlen, so wird Allah Azza wa Jal ihn brechen. Was bedeutet brechen? Allah Azza wa Jal wird ihn bestrafen. Und bei manchen Leuten ist das ein Job, ein richtiger Job. Das heißt, so bekommen sie das Geld monatlich. Sie gehen zu irgendjemandem und machen auf arm, miskin, faqir und sagt ihn, ja Achi, und du weißt, und hält ihn eine ganze Rede mit Inna Alhamdulillah, bis er 200, 300, 400 Euro bekommt und dann siehst du ihn nie wieder. Solche Leute wird Allah so dann was? Brechen, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, er wird sie bestrafen und jeder, wenn er auch als Muslim stirbt, so geht er nicht in das Paradies nach seinem Tod, bis was bezahlt wurde, die Schulden. Allah versperrt dir das Paradies, bis die Schulden bezahlt sind. Wenn das sogar bei einem Märtyrer so ist, was denkst du dann über einen, der unter ihm steht? Daher,
Wie kann man das jemandem erleichtern? Indem man ihm zum Beispiel Zahlungsaufschub gibt oder indem man ihm sogar die Schulden gänzlich erlässt. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Und derjenige, der die Sünden von einem Muslim bedeckt, so bedeckt Allah azza wa jal auch seine Sünden. Und das Bedecken der Sünden, so gibt es drei Fälle hier, liebe Geschwister. Von dem einen sollst du die Sünden bedecken, von einem anderen darfst du die Sünden nicht bedecken und bei einem weiß man nicht, wie das ist. Die erste Person, wenn du weißt von einem Muslim, dass er nur das Gute tut. Und jeder von uns hat Fehler. Und jeder von uns macht etwas, was Allah Azza wa Jal nicht gefällt, subhanahu wa ta'ala. Wenn du weißt, dass er so eine Sünde, dieser Diener, gemacht hat, von dem du normalerweise nur das Gute kennst, was sollten wir machen hier in diesem Falle? Die Sünde bedecken. Und weh dir, dass du seine Sünde aufdeckst. Denn deckst du seine Sünde auf, so wird Allah deine Sünde aufdecken. Wisst ihr das? Das ist eine Regel bei uns. Wenn du herumstreunst und guckst, was die Sünden und Fehler der Leute sind, so wird Allah Azza wa Jal dich aufdecken, wenn es sogar in deinem eigenen Haus ist. Wallahi, und wir haben das gesehen. Möge Allah Azza wa Jal uns immer bedecken. Eine Person, von dem du nur das Gute kennst, wo du weißt, er ist auf dem Weg der Rechtleitung und er versucht, alles gut zu machen, aber er ist in Sünde gefallen, so bedeckst du seine Sünde. Zum Beispiel, du weißt, dass ein Bruder betet und fastet, den Koran liest, Dhikr macht, spendet. Und irgendwann siehst du ihn draußen in der Nacht und er ist mit einer Freundin unterwegs. Und es scheint klar zu sein, wie dieses Beispiel ist. Dann gehst du nicht unter den Leuten und sagst, endlich habe ich ihn aufgedeckt. Sondern du bedeckst deinen Bruder. Warum? Weil Allah Azza wa Jal dieses liebt, dass du deinen Bruder bedeckst. Ein anderes Beispiel, eine Person ist ein Fasik, ein offenkundiger Sünder, den darfst du nicht bedecken, der muss bloßgestellt werden, er und seinesgleichen, damit die anderen sich an ihm ein Beispiel nehmen. Das sind zwei völlig verschiedene Situationen. Der eine ist ein Fasik, der andere ist ein Mu'min. Ein Fasik ist nicht wie ein Mu'min. Allah Azza wa Jalla sagt, أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. Sollen wir die Muslime so behandeln wie die Verbrecher? Und Verbrecher sind hier die Kuffar gemeint und diejenigen, die auf dem Weg der Kuffar sind, die mit dem Islam eigentlich so gut wie möglich, nichts zu tun. Deutsche Sprache, schwedische Sprache. Aber schöne Sprache. lass das mal lieber die Ausländer entscheiden, ob das eine schöne Sprache ist. Hast du recht. Eine Person ist ein gutes Tunder, von ihm bedeckst du die Sünde. Eine andere Person ist ein Fasik durch und durch, der läuft mit einer Bierflasche durch die Gegend, der interessiert sich nicht um die Gebote Allahs, der betet nicht, der fastet nicht. Ein Fasik, diesen deckt man auf, bi'idhnillah ta'ala. Und dann gibt es eine Person, du weißt nicht, sollst du oder sollst du nicht, hier in dem Falle besser, du schützt ihn, damit Allah subhanahu wa ta'ala dich schützt. Wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi. Und Allah Azza wa Jal wird einem Diener so lange helfen, solange dieser Diener wen hilft? Seinem Bruder hilft. Allah Azza wa Jal wird einem Diener so lange helfen, solange dieser Diener sozusagen Beistand seinem Bruder hilft in einer Angelegenheit. Und subhanallah, viele verkennen diese große Hilfe, liebe Geschwister. Hört diesen Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, dass ich meinem Bruder bei einer Angelegenheit helfe, ist mir lieber, als dass ich einen Monat lang I'tikaf in dieser meiner Moschee mache. Eine Frage. Diese meine Moschee, welche Moschee ist hier gemeint? Masjid An-Nabawi. Was zählt ein Gebet in Masjid An-Nabawi? Ein Gebet, tausendfach. Das heißt, 5 Gebete am Tag, in der Woche sind das
35. Was gerät sich zurück? 35. Das ist in der Woche. Okay? Über welchen Zeitraum hat er gesprochen? Über einen Monat. Mal 4, 35 mal 4? 140. 140 mal 1000? 140. Oder 140 mal 1000? 140.000. Schon eine Menge, ha? Das ist eine Menge. Und noch mehr, liebe Geschwister, nicht nur das. Was macht man beim I'tikaf alles? Was macht man? Koran lesen. Gibt das Lohn oder nicht? Was noch? Was noch? Dhikr. Was noch? Dua. Diese Sachen macht man alle beim I'tikaf. Beim I'tikaf geht es nicht um Dunya, sondern du bist da als ein Diener zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, diese extreme Beschäftigung mit der Ibadah einen gesamten Monat in dieser Moschee, Masjid al-Nabawi, mit diesem gewaltigen Lohn, der Prophet sallam sagt, nimm diesen Lohn, lieber helfe ich meinem Bruder in einer Angelegenheit. Allahu Akbar. Lieber helfe ich meinem Bruder in einer Angelegenheit. Das ist mir lieber. Das ist mir lieber. Und über einen Salaf, über Hassan al-Basri, rahimullah ta'ala, wurde berichtet, dass er eine Gruppe schickte, sie sollten zu einem Mann gehen, der ihnen bei einer Angelegenheit helfen sollte. Dieser Mann hat gesagt, ich habe keine Zeit, euch zu helfen, ich werde die Hajj vollziehen. Die was? Die Hajj. So kamen die Leute wieder zurück zu Al-Hasan al-Basri, rahimullah ta'ala, und sagten ihm, er ist beschäftigt, er wird die Hajj vollziehen. Dann sagte Al-Hasan al-Basri, geht zu ihm zurück und sagt ihm, dass ihr, wenn ihr einem Bruder hilft, dieses besser ist als eine Hajj nach der Hajj. Als eine Hajj nach der Hajj, subhanallah. Das heißt, liebe Geschwister, das ist der große Wert, wenn du einem Bruder hilfst. Nach deinen Möglichkeiten natürlich, wenn du kannst. Aber wenn du kannst, hilf. Und es gibt ein paar Leute, wallahi, die lieben es nicht, den anderen zu helfen. Nein, und es gibt Leute, die hassen sogar arme Leute. Sie mögen nicht ihre Gesellschaft haben. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er hat immer ein Bittgebet gemacht, dass Allah azzawajal ihm die Armen lieb macht. Die Armen lieb machen. Deswegen setze dich zusammen mit Armen. Ich meine, wenn du nur mit Leuten sitzt, die Stellung haben, die Geld haben, woher sollst du mit wem fühlen? Mit den Armen. Wie sollst du mit den Armen fühlen? Aber wenn du mit ihnen redest und ihnen ihre Situation erleichterst, vielleicht ihnen sogar Geld gibst und so weiter und so fort, dann merkst du, dieses ist eine ganz andere Welt, in der du lebst und in der diese Leute leben. Na, und daher versuchen wir, inshallah ta'ala, immer den Leuten zu helfen und insbesondere den Armen. Möge Allah azzawajal allen Armen einen Ausweg verschaffen. Und dann sagt er, sallallahu alaihi wa sallam, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Und derjenige, der einen Weg unternimmt, um nach Wissen zu streben, um sich Wissen anzueignen, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm einen Weg zum Paradies erleichtern. Das heißt, jedes Mal, wenn du hinausziehst, um nach Wissen zu streben, so wird Allah azza wa jalla dich dem Paradies weiterbringen oder näher bringen. Näher bringen. Das heißt, suche deine Beziehung zu den Gelehrten, zu den wissenden Leuten und bleib mit ihnen zusammen, denn von ihnen lernst du die Religion, von ihnen lernst du Charakter, von ihnen lernst du Adab, Benehmen. Das ist alles, was man von den Gelehrten lernt. Und im Übrigen, warum viele hier, auch praktizierende Geschwister, ein schlechtes Benehmen haben, ist klar. Warum? Weil sie nicht mit wem zusammen sind? Mit den Wissenden, mit den Gelehrten. Oder mit den Schuyuch, die Allah azza wa jalla fürchtet. Daher siehst du das in ihrer Handlungsweise, dass sie leider nicht diese Leute kennen und sich auch nicht um diese Leute scharen. Aber eine Aufgabe ist es, dass man mit den Wissenden zusammenbleiben sollte. Warum? Weil diese Wissenden, sie bringen dir bei, wie du als Muslim lebst. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, sagte, wenn es die Gelehrten nicht geben würde, so würden die Menschen wie im Urwald leben. Wie im was? Im Urwald leben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn diese Gelehrten nicht da wären, um den Leuten das Gute beizubringen,
dann subhanallah wären die Leute gesetzlos. Sie würden ohne Gesetze miteinander leben, wie die Tiere praktisch. Nur die Tiere sind besser als sie, weil die Tiere was keinen Verstand bekommen haben, während die Menschen einen Verstand bekommen haben. Daher, liebe Geschwister, schaut mal, subhanallah, nur eine Frage. Wie war man früher in der Jahiliyyah? Und wie ist man geworden, nachdem man die Wissenden kennengelernt hat, nachdem man von ihnen gelernt hat, nachdem man Ayat und Hadithe von ihnen erklärt bekommen hat, ist der Zustand von der Jahiliyyah und heute noch derselbe? Bei vielen nein, Alhamdulillah. Das liegt daran, dass sie mit den Gelehrten Kontakt hatten oder mit den Wissenden Kontakt hatten. Und dadurch haben sie sich in vielen Sachen geändert. Wenn man auch noch nicht perfekt ist und niemand ist von uns perfekt, so hat man zumindest einen Großteil von dem Schlechten, was man damals gemacht hat, gänzlich abgelegt und man nähert sich dem Guten immer mehr. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Möge Allah Azzawajal uns immer dem Guten nähern. Das heißt, versuche immer, zu den Gelehrten, zu den Wissenden einen Weg zu suchen, so wird Allah Azzawajal dich dem Paradies näher bringen. Und subhanallah, liebe Geschwister, ich möchte nur einen Punkt erwähnen. Natürlich, das ist auch eine Gnade von Allah Azzawajal, dass wir heutzutage das Internet haben und die Unterrichte der Gelehrten schauen können. Wir können gucken, was 10 große Gelehrte zu einem Thema gesagt haben. Das ist natürlich alles Nama und Fadl, ohne Frage. Aber damals, die Leute sind gewandert, sind gezogen, um wohin zu kommen? Zu den Leuten des Wissens. Was denkt ihr, war das Wissen damals gesegneter als heute? Es ist gesegneter gewesen. Warum? Weil diese Bereitschaft, etwas zu tun für das Wissen, war gigantisch. Ich sage nicht, bitte mich nicht falsch verstehen. Natürlich gibt es heute auch Wissende. Walhamdulillah gibt es Wissende, die auch vielleicht sogar nur vom Internet die ganzen Unterrichte, mehrere tausend von den Gelehrten gelernt haben. Kein Problem. Dennoch ist das aber ein Unterschied, ob du wegen einer Fragestellung, überleg mal, ich kannte Leute, die sind bis nach Pakistan gereist, um eine Fragestellung zu klären. Bis nach Pakistan, aus Deutschland bis nach Pakistan. Wie viele Leute sind wegen einem Hadith gereist? Einem Hadith. Subhanallah. Allen voran Ibn Abbas radiallahu anhu. Ibn Abbas hat ein Wort gesucht in einem Hadith. Nicht mal den ganzen Hadith. Was hat er gemacht? Er hat gehört, wer diesen Hadith überliefert hat. Dann hat sich Ibn Abbas radiallahu anhu auf den Weg gemacht. Und an diesem Tag, wo er durch die Wüste gereist ist, gab es einen Sandsturm. Und wer die Sandstürme kennt, der weiß, das ist nicht nur ein kleiner Wind, der einfach mal so durch deine Haare fährt. Eigentlich wirst du mitgefegt bei so einem Sandsturm. Bis Ibn Abbas radiallahu anhu das Haus erreichte von demjenigen, der überliefert hat. Es war schon etwas spät. So hat Ibn Abbas sich neben dem Haus gesetzt und gewartet, bis der Mann herauskommt, weil er wollte ihn nicht stören. Und irgendwann, als dieser Mann herauskam, so fragte er Ibn Abbas, wer er ist. Damals gab es kein Fitnabook, Facebook, dass jeder das Bild vom anderen. Habt ihr auch alle ein Profilbild, so schön so? Ich habe eins. damals kannte man sich nicht. Die Bilder kannte man damals nicht. Also fragte er, wer bist du? So sagte Ibn Abbas, indem er sich vorstellte, ich bin Ibn Abbas. Dann sagte er, Ibn Abbas. Ibn Abbas ist der Cousin von wem? Vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte er, was tust du hier? Ibn Abbas sagte ihm, dass er nach einem Wort im Hadith gesucht hat und deswegen die lange Reise angetreten hat. Dann sagte dieser Mann, hätte ich gewusst, dass du nach diesem Wort Ausschau hältst, wäre ich zu dir gekommen und hätte niemals erlaubt, dass du zu mir kommst. So sagte Ibn Abbas, der Mann kommt zum Wissen und nicht das Wissen zum Mann. Der Mann kommt zum Wissen. Und dieses Wissen ist gesegnet, liebe Geschwister. Sehr gesegnet. Und subhanallah, schaut mal, heutzutage gibt es Handys, Juice 30, Juice 50, obwohl das Dings nur Juice 30 hat. Nur 30 Juice, trotzdem gibt es Juice 50, mashallah, ich weiß auch nicht, wo die herkommen. Auf jeden Fall. Jeder hat diese Programme auf sein Handy. Jeder hat Apps über App. Jeder hat ein App. Ich habe kein Handy. Nur jetzt die Frage, wie viele können denn in dieser Zeit den Koran auswendig? Ich nicht.
Wie viele? Die meisten oder die wenigsten? Die wenigsten. Damals hatten die Leute diese App gehabt. Nein. Juice 30, Juice 50 von mir aus. Haben sie nicht gehabt, aber sie konnten fast alle. Woran liegt das? Herz oder am Herz? Ist das nur ein Hilfsmittel, was man braucht? Ist das nur das Hilfsmittel? Nein. Subhanallah. Einer kam zu mir und sagt zu mir, wie kann man den Koran auswendig lernen? Er hat gedacht, dass ich ihm sage, du holst Wurzel-App und Wurzel-Pap-App. Ich habe ihm gesagt, Ikhlas. Sorry. Du kannst 1000 Apps haben. Wenn du keinen Ikhlas hast, keine Aufrichtigkeit hast, den Koran zu lernen, wirst du ihn nicht lernen. Wirst du den Koran nicht lernen. Das heißt, du musst dich anstrengen, um den Koran auswendig zu lernen. Und das heißt, jeden Tag lernen, lernen. Selbst wenn du den Koran auswendig hast, schaut mal, wie viele Ayat wir vergessen. Und nicht jeder ist wie Sheikh Ibn Jibreel, möge Allah Azzawajal mit ihm barmherzig sein. Einer der großen Gelehrten aus Saudi-Arabien, einer seiner Schüler, hat erzählt, liebe Geschwister, dass Sheikh Ibn Jibreel vor seinem Tod 40 Jahre nicht in den Koran hereingeschaut hat. Der eine oder andere könnte jetzt denken, mochte er den Koran nicht? Er fand es als eine tiefe Beleidigung, reingucken zu müssen. Diese Wörter sollten wo sein? Im Herzen tätowiert. Ja, guck mal, was kennen wir vom Koran? Sagt man, ja, ich habe nicht so viel Zeit. Bei Allah, das stimmt nicht. Bei Allah, das stimmt nicht. Du hast die Zeit. Aber du hast nicht die Zeit für den Koran. Das ist die Antwort. Jeder hat Zeit. Jeder muss zur Arbeit oder zur Schule oder zum Jobcenter. Jeder hat Zeit. Das heißt, mindestens auf dem Weg dorthin, und manche sind jeden zweiten Tag beim Jobcenter, mindestens auf dem Weg dorthin und wieder zurück hast du doch Zeit. Und wenn du nur 2, 3 Ayat lernst, das schaffst du. Der Tag hat 24 Stunden. Du brauchst nicht 10 Seiten am Tag zu lernen. Aber jeden Tag 2, 3 Ayat, glaub mir, der ist nach 2 Jahren durch mit dem Koran. Der ist durch mit dem Koran. Daher, liebe Geschwister, das stimmt nicht, dass wir keine Zeit haben. Wir haben Zeit. Und daher, sehe das, dass wenn du einen Weg zum Wissen anstrebst, subhanallah, so wird Allah azzawajal dir den Weg zum Wissen, zum Paradies Afan, erleichtern. Wallah, ich habe einmal einen kleinen Jungen gesehen, der ist blind. Sein Alter ist vielleicht 8, 9, 10 Jahre alt gewesen. Was hat er gemacht? Der ist jeden Tag zur Moschee gegangen, damit der Sheikh ihm 1 oder 2 Ayat beibringt. Und er sagte, ich bin oft zum Sheikh gegangen und er hatte keine Zeit für mich gehabt. Aber immer wieder bin ich hingegangen und hingegangen, ein blinder Junge, zum Sheikh, damit er den Koran lernt. Ja, subhanallah, was ist dein Bekümmernis und was ist sein Bekümmernis? Das heißt, wir können, wenn wir wollen. Und dieses Streben nach Wissen ist sehr, sehr wichtig. Warum? Weil wenn wir kein Wissen haben, dann können wir auch nicht in der Religion richtig handeln. Aber wenn du Wissen erlernst, dann solltest du auch wissen, warum du es erlernst. Imam Ahmad, rahmatullah alayh, als er gefragt wurde, wie sollte meine Absicht sein, wenn ich nach Wissen strebe, er sagte, dass man den Jahl von sich aufhebt, die Unwissenheit von sich aufhebt. Und schaut, liebe Geschwister, diese gefährliche Überlieferung der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, die Überlieferung bei Imam Ahmad. Er sagt, man talab al-ilm li yujariya bihi al-ulama au li yumariya bihi al-sufaha au yasrifa bihi wujuha al-nasi ilay adkhalahu Allahumma. Derjenige, der nach Wissen strebt, um was? Um mit den Gelehrten zu diskutieren. Und dann gibt es solche Leute, du siehst ihn, er hat gar kein Interesse am Wissen. Der hat vielleicht 1, 2 Sachen gelesen und dann im Unterricht, also ich weiß, Imam Malik sagt, Imam Shafi, sag mal, wer hat dich denn gefragt, was Imam Malik und Imam Shafi? Hast du eine Frage, dann stell deine Frage und sei nicht arrogant bei der Frage. Ich meine, du sitzt doch hier, weil du kein Gelehrter bist. Aber Spana, manche halten eine halbe Rede, einen halben Vortrag, um dann eine Frage zu stellen. Derjenige, der nach Wissen strebt, um mit den Gelehrten zu diskutieren. Oder was? Die Unwissenden zu beeindrucken. Gibt es auch solche Leute? Der weiß, die Leute, die mit ihm sitzen, sind noch unwissender als er. Das heißt,
Er weiß, die mit ihm sitzen, die haben nur ein Tier gesehen, das ist eine Kuh. Er kennt aber eine Kuh und einen Stier. Deswegen sieht er sich als Wissender. Und dann siehst du, wie er anfängt und dies und das. Subhanallah, man denkt, man sitzt vor Al-Allam in diesem Zusammenhang. Oder um die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zu lenken, so wird Allah Azza wa Jal ihn in das Höllenfeuer eingehen lassen. Entweder er wollte mit dem Wissen, wonach er gestrebt hat, mit den Gelehrten diskutieren oder die Unwissenden beeindrucken oder diejenigen, die Aufmerksamkeit auf sich lenken, so wird Allah Azza wa Jal ihn in das Höllenfeuer eingelassen. Warum? Mit welcher Absicht hat er das gemacht? Welche Absicht ist das? Ria. Das ist Ria, nichts anderes. Er zeigt sich vor den Leuten. Eine Frage. Was hat diese Person alleine studiert, wenn die Leute nicht dabei sind? Hat er was studiert? Meistens. Und du merkst sowieso an der Frage von jemandem, ob jemand Wissen hat oder nicht. Der braucht nur zwei, drei Fragen. So, mir gefällt das Beispiel von Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Imam Abu Hanifa saß einmal mit seinen Schülern und ihr wisst, Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, war einer der großen Gelehrten der islamischen Geschichte. Und an diesem Tag hatte er seine Füße ausgestreckt. Weil die saßen mehrere Stunden, nicht wie wir eine halbe Stunde und dann rochten sie Urlaub. Die saßen von morgens bis abends in der Moschee. Also hat er seine Füße was? Ausgestreckt. Dann kam eine Person herein, Imam Abu Hanifa hat Angst bekommen. Der sah aus von oben nach unten mit der Sunnah. Was hat auch Imam Abu Hanifa gemacht? Er hat seine Füße wieder eingezogen aus Respekt vor dieser Person. Er dachte, dieser wäre ein großer Gelehrter. Dann kam diese Person und sagte zu ihm, wann ist die Duha-Zeit? Wann ist die Duha-Zeit? Dann sagte Abu Hanifa, rahimullah ta'ala, wenn die Sonne von wo aufgeht, von wo geht die Sonne immer auf? Vom Osten. Man fragte dieser Person, um was, wenn sie vom Westen aufgeht? Abu Hanifa hat wieder seine Füße ausgestreckt, hat gesagt, dafür hat es sich nicht gelohnt. Ja, nicht subhanallah. Wie viele von diesem Mann gibt es? Boah, der zeigt sich und isst und was weiß ich, kochen sogar, kochen. Aber wenn du guckst, der kann gar nichts. Ein Bruder hat mir erzählt, einmal hat einer vorgebetet, yani, der kam rein in die Moschee, selbst der Imam hat Angst bekommen. Der hat wirklich komplette Ausrüstung, von Imam über alles, alles, hat nur noch das Kamel gefehlt. Der Imam hat ihm gesagt, bitte schön, du kannst vorbeten. Der betet vor, Surat al-Fatiha, 3000 Fehler, obwohl es gar nicht so viele Wörter da drin gibt. Er hat wirklich so viele Fehler gemacht. In der ersten hat er Qul huwallahu ahad gelesen, ist auch die kürzeste Sura. Und dann im zweiten, nach Al-Fatiha, ist ihm keine Sura mehr eingefallen. Dann hat er gelesen, Tala'ul Badru, Nasheed gesungen. Ja, weil diese Leute meistens nur Nasheeds kennen und nichts vom Koran. Ja, subhanallah, man soll sich schämen. Man soll eine Person sagen, was, wozu sollte einen Talabul Ilm bringen? Zu mehr Bescheidenheit. Zu mehr Bescheidenheit. Sheikh ibn Bas, rahimullah ta'ala, wisst ihr, er saß bei Leuten, die weit unter ihm waren, im Unterricht. Der saß in ihrem Unterricht. Stellt euch vor, ihr wisst, ein großer Sheikh sitzt bei euch, während ihr Unterricht macht. Könntet ihr überhaupt ein Wort sprechen? Niemals. Du willst, Qul huwallahu ahad würdest du vergessen. Er saß bei diesen Leuten hinten und subhanallah, Wissen sollte einem dazu bringen, was bescheiden zu sein. Bescheiden zu sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war der Wissendste in der Umma, liebe Geschwister. Ein kleines Mädchen nimmt ihn von der Hand und sagt ihm, ich bring dich jetzt dorthin. Er geht mit. Subhanallah. Er geht mit. Aber diese Bescheidenheit, das ist alles durch das Wissen. Wenn man dieses Wissen erlangt hat, dann wird man bescheiden und nicht arrogant. Weil je mehr du lernst, umso mehr wird dir klar, dass du eigentlich gar nichts weißt. Es gibt einen großen Gelehrten, ich nenne nicht seinen Namen, und das ist auch von Adab, dass man die Fehler der Gelehrten bedeckt. Er sagt selber, er erzählt selber seine Geschichte. Die meisten kennen ihn jetzt, denke ich nicht. Auf jeden Fall, dieser Gelehrte hat eine Stufe im Wissen erlangt. Alle vier Rechtsschulen hat er penibel durchstudiert, wie kein anderer. Und er hat Bücher geschrieben, Fiqh al-Muqaran, das heißt,
über die vergleichenden Aussagen der Gelehrten von den gesamten Rechtsschulen in verschiedenen Themen. Ja, nee, man braucht dafür schon etwas Verständnis von der Religion. Er sagte, eines Tages wurde ich eingeladen in die Moschee. So machte ich mich auf den Weg und ging in die Moschee herein, während ich mir gesagt habe, und wen hätten sie sonst einladen sollen, außer mir, der wissender ist als ich. So setzte er sich hin und hielt einen Unterricht ab. Dann kam eine Frau herein und sie sagte, wo sitzt der Sheikh? Dann haben sie alle natürlich auf ihn gezeigt. Und sie sagte zu ihnen, ich habe eine Frage über Al-Hayd. Was ist Al-Hayd? Die Monatsblut. Und sie stellte eine Frage, die eigentlich jemand, der ein Semester diese Sachen studiert, auch diese Frage beantworten muss. Der Gelehrte sagte, Wallahi, die Antwort war nicht mehr parat bei mir. Und die Schüler, die um ihn saßen, haben natürlich nicht geantwortet, aus Respekt. Er sagte, die Antwort ist mir entfallen. Die Frau, als sie gesehen hat, dass sie keine Antwort bekommen hat, ist sie rausgegangen aus der Moschee. Und während sie rausgehen wollte, hat sie einen gesehen, der ist neu, hat neu angefangen. Und sie hat ihm die Frage gestellt und er hat sie ihr beantwortet. Er sagte, lieber solltet ihr diesen ehren als euren Sheikh. Wallah, es liegt nichts Gutes daran, dass man sich selber als Wissen sieht. Und zum Wissen gehört, dass man sagt, Allahu A'lam. Qala Allah, Qala Rasulullah und Allahu A'lam. Das gehört zum Wissen. Die Überlieferung von Ibn Abbas radiallahu anhu Allah. Das heißt, wenn du eine Sache nicht weißt, dann antworte nicht. Dann antworte nicht. Denn wenn du antwortest, dann antwortest du im Namen der Religion. Schaut mal, dieser großartige Tabi'i rahimullah ta'ala, Ata. Er sagte, radiallahu anhu rahimullah ta'ala und Ata hat viele Ayat erklärt im Koran. Einmal kam eine Gruppe von Leuten zu ihm und sie sagten zu ihm, wir haben eine Frage an dich, o Imam. Als sie ihm die Frage gestellt haben, sagte er zu ihnen, ich habe keine Antwort. So sagten sie zu ihm, dann sag uns, was du denkst. Er sagte, Wallahi, ich schäme mich, in der Religion Allahs etwas hereinzubringen, ohne Wissen. Schau. Und was ist gewaltiger als die Religion Allahs? Heutzutage, du hast einen, der bei Allah nicht mal ein oder zwei Bücher studiert, aber wenn du ihn eine Frage stellst, der hält dir einen Vortrag. Einen ganzen Vortrag. Tabi, Achi, wo hast du gelernt? Die Sache ist klar. Er sagt, die ist klar. Ist immer klar. Daher, man soll von solchen Leuten Abstand nehmen, die sich nicht mal schämen, in der Religion Allahs etwas zu beantworten, liebe Geschwister. Und dann sagte er, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. Er sagt, sallallahu alaihi wa sallam, und keine Gruppe versammelt sich in einem der Häuser Allahs. Was heißt Häuser Allahs? In den Moscheen. Wo sie das Buch Allahs lesen, rezitieren und es miteinander genau studieren, ohne dass sich auf sie die innere Ruhe herablässt. Und dass die Rahma, das Erbarmen sie umschließt. Und die Engel sie umgeben und Allah sie gegenüber denen erwähnt, die bei ihm sind. Was bedeutet das? Das ist der Vorzug von den Moscheen gegenüber einem jeden anderen Ort. Der beste Vortrag, der beste Dhikr, die besten Sachen, die du machen kannst, ist in der Moschee. Jetzt wisst ihr auch, warum ich nicht so gerne Vorträge außerhalb machen. Was ist, wenn man Vorträge außerhalb macht? Ist das kein Khair? Doch, das ist Khair, ohne Frage. Aber wo ist der vorzüglichste Ort? In der Moschee. Warum? Was sind hier die Vorteile, die man bekommt? Was sagte er, sallallahu alaihi wasallam? Er sagte, wenn diese Leute den Koran rezitieren, Dhikr machen und den Koran studieren miteinander, so werden sie Sakina bekommen, die innere Ruhe. Diese innere Ruhe, danach suchen viele, viele Menschen.
Wallahi, sie haben das nicht. Ein Bruder hat mir erzählt, vor ein paar Tagen oder Wochen, ich weiß nicht, gab es einen DJ, der sehr, sehr bekannt war. Ich weiß nicht seinen Namen. Avicii. Ha? Avicii. Gravicii? Avicii. Avicii. Avicii? Gab es einen DJ, Avicii. Dieser war bekannt, war jung, war Multimillionär und hat sich in diesem Zustand sein Leben genommen. Selbstmord. Und zuvor hat er gesagt, ich weiß nicht einmal, was der Sinn des Lebens ist. Ja, schaut mal, diese Leute, was sie bereit wären, für diese innere Ruhe zu bezahlen, und sie denken fälschlicherweise, dass diese innere Ruhe nur was zu, mit, was zu erwerben ist, mit materiellen Werten, nein, mit materiellen Gütern, nein. Diese innere Ruhe ist bei Allah umsonst. Du brauchst gar nichts dafür zu bezahlen. Einer kauft sich eine Insel mit einem Nashorn, der andere mit, ich weiß nicht was, Meistersand, mit einer Palme. Die denken, das bringt innere Ruhe. Das bringt alles keine innere Ruhe. Wallahi al-Azim, das bringt alles keine innere Ruhe. Es gibt Sachen, die geben dir eine Art Zufriedenheit, richtig. Aber diese innere Ruhe bekommst du nur von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen soll man das lernen. Wenn man sich in den Moscheen versammelt, nochmal, das heißt nicht nur, dass man außerhalb der Moscheen nichts machen kann, doch, man kann auch was machen. Aber dieser Lohn, über den wir reden, gibt es nur wo? In der Moschee. Das heißt, dass die innere Ruhe auf dich herabkommt und dass Allah Azza wa Jal dich mit seiner Rahma, mit seiner Barmherzigkeit umfasst und die Engel umgeben eine Person. Natürlich, sie machen Bittgebete. Und in einer wunderschönen Überlieferung sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass die Engel für die Leute, die zum Wissen streben und in den Moscheen sind, so sind die Engel bis zum ersten Himmel übereinander gestapelt und umschließen diese Person mit ihrer Barmherzigkeit. Mit der Barmherzigkeit. Amen. Hört mal, was das für ein gewaltiger Lohn ist für diejenigen, die auch diese großartige Tat vollziehen. Die Engel umgeben sie und Allah Azza wa Jal, er erwähnt diese Leute, bei wem? Bei seinen nahestehendsten Dienern. Wer sind sie? Die Engel. Allah Azza wa Jal, er erwähnt sie, bedeutet, er lobt sie, bei wem? Bei den nahestehendsten Dienern. Und wer hat ihnen diese Eigenschaften gegeben? Allah, um sie dann bei den nahestehendsten Dienern zu erwähnen. Das ist eine Sache, die natürlich, liebe Geschwister, von uns auch angestrebt werden sollte, dass du in die Häuser Allahs Azza wa Jalla reinkommst. Und wenn wir hier sagen, das sind Leute, die Dhikr machen, zusammen. Was heißt hier Dhikr zusammen? Heißt das Hulla, Hu, 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 Hu? Heißt es das? Nein. So haben die Sufis das verstanden. Das heißt, Dhikr macht jeder für sich, aber man gedenkt Allahs Azza wa Jalla. Man gedenkt Allahs Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala. Und wen seine Taten verlangsamen, den wird seine Herkunft nicht beschleunigen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wer Taten unterlässt, so nützt ihm auch nicht seine Abstammung. Es gibt Leute, der denkt, weil er von der Familie, von wem ist? Vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ist er automatisch wo? Im Paradies. Was sagt dieser Hadith klar? Wer keine Taten macht, wer nichts Gutes macht, so wird ihm was nichts nützen? Seine Abstammung. Du hörst von vielen Leuten, der sagt dir, mein Opa ist Hasch. Mein Opa ist Hasch. Ja, und wenn er 10-mal Hasch ist, erstmal, was hast du damit zu tun, Nummer 1? Mein Opa war das, meine Oma war das, mein Onkel war das, mein Vater war das, mein Hase war das. Und danach, die Frage ist doch, was hast du vorausgeschickt für deine Tat? Es geht doch nicht um die anderen. Die anderen werden für ihre Taten abgerechnet. Aber du selber, egal welche Stellung du hast, was wirst du davon bekommen, Yawm al-Qiyamah bei Allah Azza wa Jal? Und so werden die meisten Leute sehr, sehr düster reinblicken, weil sie dachten, dass sie bei Allah Azza wa Jal erfolgreich sind, aber bei Allah. Schaut mal, subhanallah, der Onkel vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Abu Lahab, hatten sie Stamm? Quraysh.
Die hatten einen Stamm. Quraysh, bis heute gibt es Quraysh. Gibt es sogar einen teuren Laden, Quraysh. Da geht ihr mal ganz schnell vorbei. Ja. Bis heute gibt es die. Das ist ein großer, gewaltiger Stamm. Und Quraysh war der Überstamm über alle Stämme. Aber Abu Lahab, wo ist der? Wo ist der? Im Höllenfeuer. Wo ist Abu Jahl? Im Höllenfeuer. Wo ist Abu Talib? Im Höllenfeuer. Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu, war er von Quraysh? Er war was? Ein Sklave. Wo ist der? Im Paradies. Hier sagen wir, er ist im Paradies. Warum? Weil der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, das gesagt hat, ishtaqat al-Jannah ila thalath. Das Paradies sehnt sich nach drei Personen. Bilal, Ammar wa Ali. Nach Bilal, nach Ammar und Ali, radiallahu anhum ajma'in, das Paradies sehnt sich nach ihnen. Allahu Akbar. Schaut mal, dieser Sklave hatte keine angesehene Stellung, aber er war was bei Allah Azza wa Jalla? Angesehen. Er war angesehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging einmal zu Zahir radiallahu anhu und kam von seiner Rückenseite und so, dass Zahir ihn nicht sehen konnte. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm die Augen verschlossen. Und als Zahir gemerkt hat, das war der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, man yashtari hadha al-abd. Wer möchte diesen Diener, diesen Sklaven kaufen? So sagte Zahir radiallahu anhu, bei Allah, ya Rasulallah, du wirst mich sehen, dass ich keinen Wert habe. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, bei Allah bist du sehr teuer, sehr wertvoll. Diese Leute hatten keine Stellung bei den Qurayshiten, bei den Mekkanern. Aber bei wem hatten sie eine Stellung? Bei Allah, deswegen schau nicht auf deine Stellung unter den Leuten. Wallahi, wie viele Leute investieren ihre Zeit, um zu gucken, wie die Stellung unter den Leuten ist. Aber sie haben wen vergessen? Den Herrn der Leute. Daher schau, wie deine Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Das nächste Mal machen wir dann weiter, inshallah ta'ala, mit dem Hadith 37. Es kann sein, dass morgen Sheikh Abraham Hussein bei uns ist. Wir werden dann die Nachrichten verbreiten heute, inshallah ta'ala, weil Donnerstag Feiertag ist, liebe Geschwister, mal wieder. Na, so werdet ihr, inshallah ta'ala, dann auch vielleicht morgen kommen können, wie eben in der Tat. Dann haben wir jetzt 10 Minuten Zeit ungefähr für Fragen. Fadl. Na, Fadl. Jemand möchte Geld leihen, man möchte ihm eigentlich einfach so das Geld geben, stattdessen gibt er ihm erstmal als Schulden das Geld und dann im Ramadan befreit er ihn dann von den Schulden, damit er Lohn bekommt. Kann man so machen? Der Bruder sagt, ich möchte jemanden oder eine Person möchte jemanden Geld ausleihen und im Ramadan wird man ihm dann die frohe Botschaft mitteilen, dass er einem nichts zurückgeben muss. Wisset erstmal, liebe Geschwister, derjenige, der dem anderen Geld verleiht, zum Beispiel ein Bruder kommt zu dir und fragt dich nach Geld, du gibst ihm 500 Euro. Wenn du ihm 500 Euro gibst, obwohl du mit ihm einen Vertrag hast, wann er dir das Geld zurückgibt, so sind 250 Euro, die Hälfte davon, sofort eine Sadaqa von dir, wenn du auch das Geld wieder zurückbekommst. Das ist schon eine Sadaqa. Auch wenn du das ganze Geld zurückbekommst. Ich möchte es jemandem geben und ich möchte ihn dann davon befreien. Du bestimmst. Du als derjenige, der ihm das gibst. Und wir haben doch diesen Hadith. Man soll denjenigen, der in Geldnot ist, was erleichtern, so wird Allah einem im Diesseits und im Jenseits erleichtern. Das darf man natürlich machen. Na, indem man sogar ihn aufschiebt oder sogar ihm sagt, du brauchst das gesamte Geld nicht zurückzuzahlen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Die Sache hat nichts mit Ramadan zu tun. Die Sache hat damit zu tun, dass man allgemein die Sache macht. Na, wallahu ta'ala ala. Es wird gefragt, ob der Waffelhandel erlaubt ist. Der was?
Waffenhandel. Schade, wir will an den Waffen geben. Ist der Waffenhandel erlaubt? Ja, das ist so eine Frage wie, ich weiß nicht. Was ist das für eine Frage? Subhanallah. Über was redet man? Für einen Bankräuber? Jetzt oder? Soll man seine Frage konkret stellen und mit Wissen stellen und nicht so einfach, ist der Waffenhandel erlaubt? Nein, es wird gefragt, eine religiöse Gruppe hat in Libanon die Wahlen gewonnen. Ist diese Art von Politik mit dem Islam vereinbar? Erstmal, diese religiöse Gruppe hat gar nichts mit Religion zu tun. Das ist Hizbul Shaitan. Hizbul Shaitan. Sie nennen sich Hizbullah, wir nennen sie Hizbullat. Allat ist wer? Die Götze. Weil sie dienen einer Götze und nicht Allah Azza wa Jalla. Dieser, walayyadu billah, möge Allah Azza wa Jalla ihn erniedrigen in der Dunya und in der Akhira, dieser Hasan Nasrullat, der ist jemand, der offenkundigen Schirk macht. Offenkundigen Schirk macht und zu diesem Schirk eingeht. Und er hat auf seiner Seite die Seite von Khomeini verlinkt, der ohne Zweifel ein Kafir war. Der ohne Zweifel ein Kafir war. Deswegen, diese Leute haben weder mit der Religion was zu tun, noch mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Diese Leute leben für ihre Gelüste und morgen werden sie zu Allah azza wa jalla zurückkehren. Diese Leute darf man in keinster Weise unterstützen oder sonstiges. Möge Allah azza wa jalla uns bewahren. Nein. Es wird gefragt. Die sind im Übrigen, dieser Hasan Nasrullah, die sind von den Rawafid. Rawafid, das sind diese extreme, abgeirrte Gruppe, die sogar Ali die Stellung von Allah gegeben hat. Das ist Hasan Nasrullah. Na, tafadda. Es wird gefragt, darf man den Shaitan beleidigen? Darf man den Shaitan beleidigen? Schaut mal, die Geschwister. Es gibt eine Überlieferung bei Tim Medino. Das ist mich heute wirklich sehr, sehr, sehr gestört. Deswegen bitte etwas leiser. Dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, verflucht nicht den Shaitan, denn wenn ihr dieses tut, so wird er größer und größer werden. Was heißt größer und größer werden? Das heißt, er freut sich darüber. Es schreit an. Alles, was bei dir gut ist, ist bei ihm schlecht. Und was bei dir schlecht ist, ist bei ihm gut. Sondern er gibt ihm gar nicht die Möglichkeit, sich sozusagen aufzubrausen. Na? Und daher, wenn diese Überlieferung authentisch ist, Sheikh al-Albani rahimullah hat sie als authentisch klassifiziert, dann soll man so vorgehen, wallahu ta'ala ala wa alam. Aber er ist sowieso bei Allah azza wa jalla verflucht. Wa inna alayka la'na ila yawm al-din. Und auf dir ist der Fluch bis zum Tage des Gerichts. Es gibt ja noch so barmherzige Leute, der macht Dua. Möge Allah ihn recht leiten, sagt er. Es wird gefragt, wie ist das, wenn meine Schwester unsere Eltern anlügt und ich die Wahrheit weiß? Aber ich sage nichts, trifft mich die Sünde dann auch? Wenn man sieht, dass die Schwester die Eltern anlügt, was sollte man machen? Nein, man geht zu der Schwester und lässt das nicht so stehen. Allah Azza wa Jal hat uns geboten, das Gute zu tun und das Schlechte zu unterlassen. Und er hat uns geboten, dass wir eindringlich einander die Wahrheit empfehlen. Das bedeutet, dass wenn man sieht, dass jemand Schlechtes macht, dass man ihm sagt, dass er das Schlechte unterlassen soll. Also geht man zu dieser Schwester und sagt ihr, dass sie das gerade stellen soll, und man geht hier nicht zu den Eltern, um eine Fitna zu schaffen, sondern man sagt zu der Schwester, dass sie das nicht wiederholen soll, dass sie bei Allah azza wa jalla dafür bereuen soll. Wallahu ta'ala ala wa'a. Na. Es wird Folgendes gefragt, du hattest mal im Unterricht Zusammenhänge im Koran genannt, wie zum Beispiel Gebet und Zakat. Kannst du die restlichen nochmal nennen? Zusammenhänge wo? Also wie jetzt Gebet und Zakat werden ja meist zusammen genannt. Ibn Abbas radiallahu anhu, er sagte, es gibt drei Angelegenheiten, die im Koran erwähnt werden. Die eine wird ohne die andere nicht akzeptiert. Allah azza wa jalla sagt, so verrichtet das Gebet und entrichtet die Zakat. Das heißt, diese beiden Sachen sind voneinander nicht trennbar. Und Allah azza wa jalla sagt, Anishkulli wa liwalidek, so danke mir und deinen Eltern. Ilayya al-Masir, zu mir ist die Rückkehr. Das heißt,
Wenn man Allah azawajal gegenüber dankbar ist und nicht den Eltern, so wird das nicht angenommen. Und die dritte Sache war, dass Allah azawajal sagt, Ati'u Allah wa Ati'u al-Rasul. So gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Diese drei Sachen sind voneinander unzertrennlich, untrennbar. Na'am. Wallahu ta'ala ala wa a'am. Tafadda. Es wird gefragt, also, wer ist Imam Mahdi und was hat er im Islam für eine Stellung? Wer ist Mahdi? Al-Mahdi, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in authentischen Überlieferungen berichtete, er wird kommen und er wird ein Zeichen von der Stunde sein, liebe Geschwister. Und dieses wird sich in einer Zeit zutragen, wo auch Isa alaihi salatu wa sallam kommen wird, Jesus. Und so wird Al-Mahdi einer der gläubigen Führer sein. Einer der Führer sein, die die muslimische Armee anführen. Al-Mahdi selber wird nicht wissen, dass er diese gewaltige Aufgabe bekommen hat. Bis die Leute ihm daran erinnern, dass er Al-Mahdi ist. Und Allah azawajal wird ihn in einer Nacht zurechtrücken. Was heißt zurechtrücken? Die Gelehrten sagen in einer Überlieferung, sie sagen, Allah azawajal wird ihn bereit machen für diese gewaltige Stellung über Nacht. Und so wird er diese muslimische Armee anführen und er wird wen bekämpfen? Mit Jesus, mit Isa a.s. zusammen, den Dajjal. Und sie werden ihn töten, sprich Isa a.s. In der Zeit von Al-Mahdi wird es Reichtum geben. So, dass wenn eine Person zu einem anderen geht und ihn fragt, ob er Geld braucht, so wird keiner in Not sein in dieser Zeit. Das heißt, alle werden genug haben und das Khalifat von Al-Mahdi wird 7 Jahre gehen. Wallahu ta'ala ala wa. Es wird gefragt, stimmt es, dass einer Frau ihre Sünden beim Stillen vergeben werden? Werden einer Frau beim Stillen die Sünden vergeben? Dafür braucht man einen Beweis, um so etwas zu sagen. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ich habe nichts von den Gelehrten gehört, dass es so eine Überlieferung überhaupt gibt. Wallahu ta'ala ala wa alam. Von wem muss man die Erlaubnis nehmen, wenn man eine Frau heiraten will und der Vater verstorben ist? Von wem muss man die Erlaubnis nehmen, wenn der Vater verstorben ist? Dann von demjenigen, der mit von der Familie, wie zum Beispiel der Opa oder der Onkel, man fragt sie dann nach diesem Mädchen, Wallahu ta'ala ala wa'alam, dass man zu ihnen hingeht. Nein. Darf ich kurz so eine Ayah etwas fragen? Von der Surah Al-Mujadila. Ya ayyuhal ladina amanu. Mujadala. Ya ayyuhal ladina amanu. Ida qila lakum tafassahu. Nein. Was ist mit den Versammlungen? Allah Azza wa Jalla sagt, ya ayyuhal ladina amanu. Ida qila lakum tafassahu. Fil majalisi. Fafsahu yafsahillahu lakum. O ihr, die ihr glaubt, wenn zu euch gesagt wird, wie heißt das? Macht Platz, genau richtig. Macht Platz in den Sitzungen, so wird Allah Azza wa Jal euch auch ebenfalls Platz machen. Es gibt eine Überlieferung vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass es 3 Personen gab, die sind in die Moschee gekommen. Der eine hat einen Platz gefunden, der offen war im Kreis. Deswegen, wir sitzen immer zusammen. So hat er sich hingesetzt. Ein anderer, der ist reingekommen, hat zwar auch Platz gefunden, aber er hat sich hinter der Reihe gesetzt, weil er sich geschämt hat. Und einer hat sich von der Sitzung gänzlich entfernt. Was den ersten anbelangt, der reinkam und sich an diesem Platz gesessen hat, so hat Allah Azza wa Jal ihm seine Zufriedenheit gegeben. Was den zweiten anbelangte, der reinkam, und er hat auch einen Platz gefunden, aber er hat sich hinter der Reihe gesetzt, um niemanden zu stören. So hat Allah, weil er sich geschämt hat vor Allah, so hat sich Allah auch vor ihm geschämt. Und was den dritten anbelangte, der kam und hat gesehen, dass eine Sitzung stattfand, und er ist abgewichen, das heißt, er hat nicht an der Sitzung teilgenommen, so hat er sich von Allah abgewandt und Allah hat sich von ihm abgewandt. Bedeutet, Allah azawajal hat ihm kein Taufiq gegeben, so dass er an dieser Sitzung teilnehmen konnte. Wir haben doch gerade den Hadith gehört. Wenn man in einer Sitzung sitzt, was passiert alles? Hä? Was passiert?
die innere Ruhe und die Engel umkreisen einen und. Allah hat ihn nicht an dieser Sache teilhaben lassen, als eine Strafe. Na? Und daher, wenn man reinkommt, dann soll man sich auch hinsetzen und der Sache zuhören oder beziehungsweise an dieser Sache teilnehmen. Wir reden jetzt von Sitzungen, nicht von Ahlul Bid'ah. Bitte aufpassen. Wir reden nicht von Sitzungen von Ahlul Bid'ah, wie Sufis und dies und das, dass du anfängst mitzutanzen und so. Du sagst dann, ja, ich sollte da mitmachen. Nein, da machst du bloß nicht mit. Sondern wir reden jetzt von den Sitzungen, die nach Quran und Sunnah ablaufen. Und das natürlich mit dem Wissen verbunden, wie am Ende der Ayah auch gesagt wird. Habibuna, tafadda. Alaykum salam. Die Leute schicken Nachricht und dabei, die bitten einer zum Vergebung, wenn jemand nur das getan hat. Ist das ja, unser Ramadan-Vergeber. Ja, die kommen immer zu Ramadan. Die reden ganze Jahr über dich schlecht und dann zum Ramadan, ja, wir vergeben. A'udhu billah. Möge Allah so schön uns bewahren. Also, erstmal, wenn man nicht schlecht über jemanden gesprochen hat, braucht man auch nicht dessen Vergebung eigentlich, oder? Oder? Wenn ich mir sicher bin, dass ich nicht schlecht über dich geredet habe, dann brauche ich dich auch nicht, um Vergebung zu bitten. Kennt ihr diese Leute? Man sieht sie immer ständig. Ich habe solche Leute. Allah hat ihm gesagt, Achi, vergib mir. Für was? Ja, weiß schon, vergib mir. Einfach so. Das heißt mit anderen Worten, der hat richtig losgelegt. Mit Sonnenblumenkerne und Dings und dann warst du das auf dir. Der kam alle 2-3 Monate. Ich habe ihm irgendwann gesagt, nein, ich vergib dir nicht. Der ist ausgerastet. Wie, du vergibst mir nicht? Aber ist das deine Sache oder meine Sache, ob ich dir vergebe oder nicht vergebe? Und manchmal muss man solche Leute erziehen, damit sie sich nicht was austoben. Na? Aber unabhängig davon, es kann sein, dass manche Leute untereinander nicht gut miteinander waren und sich einander vergeben, doch. Aber ich verstehe nicht, warum das zu Ramadan gemacht wird. Ist das eine Sache, die Vergebung, die mit Ramadan zusammenhängt? Natürlich ist das ein ehrenvoller Monat. Aber jetzt eine Frage. Wenn du vor Ramadan gestorben wärst, und deine Riba, deine Namima, deine Lästerei wäre in deinem Buch. Was dann? Ja, dann wirst du danach abgerechnet. Das heißt, man sollte so etwas nicht mit einem glanzvollen Monat in Berührung bringen, sondern man sollte so etwas so schnell wie möglich machen, weil man weiß nicht, wann man stirbt. Wallahu ta'ala ala wa ala. Tafadda. Wenn man die Sitzung verlässt, weil es einen bestimmten Grund hat. Also man würde nein, das ist nicht gemeint. Das ist nicht gemeint. Schaut mal, liebe Geschwister. Wenn man nicht an der Sitzung teilnimmt. Wir haben gesagt, eine Person hat sich von der Sitzung abgewandt, also hat Allah sich von ihm abgewandt. Aber wenn eine Person jetzt ein Bedürfnis hat, na, was gut ist, ist, dass man dann dem Lehrer vorher Bescheid sagt, wenn man kann, ich muss dann gehen. Okay, das ist vom Adab. Dass der Lehrer auch weiß und vielleicht sogar auch nichts im Herzen bekommt. Na? Wallahu ta'ala ala. Wow, die letzte Frage. Es wird gefragt, ab wann ernährt sich das Embryo von der Mutter und schadet das dem Baby, wenn man so gesehen dabei fastet, wenn man schwanger ist? Schadet das dem Embryo, wenn man fastet? Das ist eine falsche Sache, die viele Leute glauben. Allah Azza wa Jalla, er versorgt das Kind über die Nabelschnur. Aber natürlich, es kann Umstände geben, wo, wenn eine Frau fastet, dass dieses ihr Schaden zufügt und dem Kind Schaden zufügt. Aber das muss man natürlich, das ist nicht eine Sache, die man jeder Frau zuschreiben kann. Das ist manchmal von Situation zu Situation abhängig. Deswegen, man sollte seinen Arzt fragen, seine Ärztin besser gesagt fragen, ob es für einen erlaubt ist, in dem Zustand, in dem man sich befindet, zu fasten oder nicht. Na? Und wenn man eine vertrauenswürdige Ärztin hat, keine Feindin Allahs, die sowieso sagt, ach, sie hätten nie fasten dürfen in ihrem Leben, gibt es ja auch diese Natur, dann inshallah ta'ala kann sie fasten, außer die Ärztin, vertrauenswürdige Ärztin sagt nein, dann hier in diesem Falle sollte man das unterlassen. Wie gesagt, es kann sein, dass ihr danach eine Nachricht bekommt, wenn morgen der Unterricht von Sheikh Abu Hussein ist, dann wird unser Unterricht ausfallen. Wenn aber Sheikh Abu Hussein morgen nicht kommt, findet in jedem Fall unser Unterricht statt. Barakallahu fikum.